Es geht ab, Leute. Heute aus Köln. Ich habe ja gesagt, dass ich am 1. Mai-Wochenende in Köln bin zu einem Schauspielworkshop. Und wir haben jetzt 9:30 Uhr. Ich bin hier im Hotel jetzt gelandet und um 11 Uhr beginnt der Workshop. Das Coole ist, es befindet sich alles in Deutz. Mein Hotel ist in Deutz, der Workshop ist in Deutz. Und ich muss jetzt echt mal Werbung machen für dieses Hotel, Hotel Liberty. Ich dachte mir einfach, weil es ultra kalt ist draußen, schaut euch das mal an. Es ist einfach mega kalt. Grauer Himmel, ja. Gut, die Kälte kann man nicht sehen, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, aber grauer Himmel, es ist wirklich arschkalt. 3 Grad vielleicht. Was ist los, Köln? Und dachte ich mir, ich klingel einfach mal und frage, ob wann ich einchecken darf oder ob ich meine Sachen hier schon mal lagern kann, weil normalerweise darfst du bei Hotelzimmer erst ab 11 einchecken. Und dann sagt die voll entspannt, ja, kommen Sie rein. Wollen Sie jetzt schon einchecken? Kein Problem. Wollen Sie auch frühstücken? Ich so, wow, was? Hotel Liberty. Köln-Deutz, ihr seid die geilsten. Jetzt bin ich schon in meinem Zimmer, kann chillen, geht's gleich runter zum Frühstück. Zeige euch jetzt noch mein riesen fettes Zimmer. Schaut euch, also eine Roomtour lohnt sich hier nicht. Es ist einfach ein Zimmer mit einem Badezimmer. Aber hey, alles was du brauchst, ist doch geil. Mehr brauchst du nicht. Richtig cool, richtig schnuckelig. Finde ich nice. Hier bin ich bis morgen und ja, jetzt geht's zum Workshop. Macht's gut. Wir sehen uns. Los geht's. Sonntagmorgen, wir haben jetzt 8:30 Uhr, ja, 8:30 Uhr früh. Das ist überhaupt nicht die Zeit, wo ich normalerweise wach bin. Ich war jetzt gerade beim Training. Ich war ja gestern schon hier und hatte den ersten Tag vom Workshop. Und das war richtig geil. Wir waren 10 Leute und jeder von den 10 wurde von den anderen 10 beurteilt, beziehungsweise es wurde eingeschätzt, was für eine Rolle passt denn zu diesem Menschen. Das war echt spannend. Wir haben dann diese Zettel bekommen von den anderen Leuten, die mussten die ausfüllen. Und es ist echt lustig, was bei mir rauskam. Das zeige ich euch später im Video. Heute Tag 2 im Workshop. Und heute geht es darum, dass wir unser Showreel drehen. Das heißt, es kommt gleich ein professioneller Kameramann zu uns und ein Schauspielcoach, der echt mit den ganz, ganz großen Leuten zusammenarbeitet und für den Theater normales Wort ist und der eigentlich nur mit Gelehrten zusammenarbeitet. Ich hoffe, er ist nicht zu sehr schockiert, wenn er mich vor seiner Nase hat. Wir machen dann auch verschiedene Schauspielübungen und dann wird, wie gesagt, das Showreel gedreht. Und ich freue mich schon. Ich habe einen Partner, wir sind zu zweit und wir mussten uns den Dialog selber ausdenken. Das ist ein ganz lustiger Text. Vielleicht zeige ich es euch irgendwann mal, das Video. Mal schauen. Ich muss jetzt los, ich muss das Frühstück, ich muss noch duschen. Bleib fresh. 2 Tage später, ich bin schon wieder in Nürnberg. Der Workshop war so mega cool. Das war ein richtig kompetenter Schauspielcoach, der mit wenigen Worten gesagt hat, was du einfach nicht kannst. Ja. Bei mir hat er gesagt, ich soll mal schauen, dass ich weniger mit der Mimik spiele. Ich benutze sehr, sehr stark meine Gesichtszüge und meine Mimik. Ja. Aber ich verziehe mein Gesicht sehr schnell bei einer Emotion. Ein anderer Kollege aus dem Workshop hat gesagt, das ist eigentlich was Besonderes, weil normalerweise muss man die Deutschen immer so rauskitzeln, dass die endlich mal ein bisschen reden und ein bisschen Spiegel im Gesicht haben. Die Amerikaner und die Engländer, die müssen immer ein bisschen gebremst werden. Also, vielleicht. What the fuck, jetzt fällt hier die Kamera runter. So schlimm war es jetzt ja auch nicht. Also, vielleicht habe ich so englisch-amerikanisches Blut in mir im Spiel, was weiß ich. Oder ich bin einfach nur bescheuert. Auf jeden Fall werde ich darauf achten und wäre auch dankbar, wenn ihr darauf achtet. Die mich sehen und die mich persönlich oft sehen, erinnert mich dran. Ja? Wenn ich rede, sende ich auch zu viel. Er hat gemeint, wenn ich spreche, muss ich nicht 1000 Mal Ja sagen oder Ja. Es reicht doch die Geste oder ein Ja. Aber ich mache, und es stimmt, wenn ich irgendwas sage, rede ich mit Händen und Füßen sowieso. Ich gestikuliere sehr viel und ich, meine Körpersprache und die Sprache ist einfach zu prall. Und er hat gemeint, ich wirke auf den ersten Eindruck eh sehr präsent. Und meine Sprache ist auch sehr stark und markant, meine Stimme. Und deswegen ist das gar nicht nötig. Das heißt, ich muss mich jetzt dahin trainieren, dass ich ganz ruhig werde. Oder nicht ruhig werde, aber einfach ein bisschen gechillter. Das ist schwer. Das ist nicht mein Temperament. Ich bin ein sehr aufbrausender und energiereicher Mensch. Aber wie gesagt, die mich kennen und die mich sehen, oft oder manchmal, achtet da mal drauf. Ihr dürft mich da gerne belehren und berichtigen und mich daran erinnern. Carlo, aufpassen, erinnerst du dich? Ich habe jetzt hier die Zettel dabei, die ich glaube ich in dem Video schon angesprochen habe. Ich glaube, ich hoffe. Diese verschiedenen Zettel, wo es verschiedene Genres gibt und wo man glaubt, wie alt man ist und in welchen Film man passen könnte. Ja? Meine Zettel von den anderen und von den Coaches, die haben gemeint, der Carlo ist zwischen, also ich fasse das mal zusammen,
Das Jüngste war 20, was ich spielen kann, und das Älteste 40. Also 20, ein 20-Jährigen, das ist schon mit viel Make-up wahrscheinlich und viel Bildbearbeitung möglich. 40, ja, ein jung gebliebener 40-Jähriger. Also ist alles dabei. Das fand ich ganz cool, das ist okay. Habe ich mich auch so gesehen. Die Charaktereigenschaften, das ist ganz interessant, da war alles dabei. Meistens sportlich, freundlich, selbstbewusst. Sunny Boy, yeah. Aber auch aggressiv, habe ich gelesen. Stark, impulsiv. Ich bin sympathisch. Ich habe eine sehr gute, markante Stimme. Dann bei den Filmen, die Rollen, die zu mir passen würden, da haben wir alles dabei. Sportler, Freund, Polizist, Sohn, Mörder, what the hell. Der Bodyguard, der Bodybuilder. Bodybuilder. Alter, die haben noch nie einen Bodybuilder gesehen. Ich bin vielleicht athletisch oder man sieht, dass ich Sport mache, aber ich bin ganz bestimmt kein Bodybuilder. Der Bäckermeister. Der Bademeister. Der Bademeister. Ich, okay. Sunnyboy, der Fitnesstrainer, der Typ aus der Muckibude. Was ist denn los mit den Leuten? Der Muckibuden-Cheftrainer. Der Muckibude ist auch ein geiles Wort. Muckibude, das habe ich, glaube ich, seit 5 Jahren nicht mehr gehört. Polizist, Handwerker, Angestellter, Sportler, Fußballer. Oh, Fußball. Manager, Offizier. Oh, Offizier, Mann. Bundeswehrsoldat oder Ausbilder. Geil. Türsteher. Grundschullehrer. Geil. Die wussten gar nicht, dass ich in meinem echten Job ja auch mit Kindern zu tun habe. Das ist witzig. Ich weiß gar nicht, ob ihr meinen echten Job kennt. Also die, die mich echt kennen, schon. Die anderen wahrscheinlich nicht. Ich finde jetzt raus. Sunny Boy, cooler Typ. Sunny Boy, cooler Typ. Doppelt geschrieben. Cool, danke. Und bei den Genres, da gehe ich einfach mal schnell durch, sonst wird es zu lang, das Video. Was ich lustig fand, war irgendwo im Liebesfilm. Frau steht auf ihn. Er rafft es erst spät, wie toll sie ist, und rennt in letzter Sekunde zu ihr. Das passt, würde irgendwie zu mir passen. Ich glaube, ich sehe mein Glück nie, wenn es vor mir ist. Ja, in der Comedy wäre ich der lustige Checker-Typ. Okay, geht schon mal. Spurensicherung im Krimi, Fitnesstrainer, Täter, aber auch Polizist im Krimi. Der Krankenpfleger in der Krankenhausserie, der Bademeister in der Comedy-Serie. Okay, ich weiß nicht, ob das so lustig ist. Was trinke ich dann oder was? Drama, oha. Historiendrama zur NS-Zeit, also Nazi-Zeit, der Bad Guy, der die Macht genießt, die er hat. Oh, leck, das ist richtig böse. So Hitlers rechte Hand oder was? Puh. Deutsche Serie, der Sohn vom Landwirt, der immer fleißig mit anpackt. Ja, super, geh mal, Traktor fahren, oder? Bauer sucht Frau, geh mal, Puzzle. Handwerker, Bäcker, oh, Drama, auf die schiefe Bahn geraten. Ja, Mann. Spitzel, Draufgänger im Liebesfilm. Kräftiger Tollpatsch. Comedy. Was? Kräftiger Tollpatsch. Ich gebe dir kräftiger Tollpatsch. Also, richtig coole Sachen, aber... Was? Liebesfilm der Stecher. Fremdgeher. Boah, derjenige hat mich überhaupt nicht gemocht. Aber ich sag euch ehrlich, eine Rosinenpickerei ist auch scheiße. Ich würde alle Rollen spielen, ja? Das ist natürlich alles eine Herausforderung. Ja, das war der Workshop. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, in welchen Rollen könntet ihr euch mich vorstellen? Welche Rollen könnte ich spielen? Da seid ihr jetzt gefragt. Schreibt es in die Kommentare, wäre echt interessant. Seid nicht zu böse mit mir, aber ich stehe da drüber. Schauspiel habe ich auch gelernt, das kann ich euch vielleicht auf dem Weg geben. Kann nicht mehr reden. Liegt vielleicht an meinem Verband. Muss ich vielleicht dazu noch einbauen? Nicht, dass ihr denkt, ich nehme jetzt Drogen oder so. Nein, ich nehme keine Drogen. Ich war beim Blutspenden und deswegen habe ich diesen Verband um. Den muss ich 4 Stunden irgendwie umlassen und diesmal lasse ich noch 4 Stunden um. Das letzte Mal habe ich den nach 3 Stunden schon runter, weil ich mir dachte, boah, ist voll ungemütlich, drückt voll. Und da ist mein ganzer Arm blau gewesen und in der Arbeit haben die Leute schon echt komisch geschaut und wollten mich ungern unter die Menschen lassen, weil es echt aussah, als hätte ich, keine Ahnung, die derbste Schlägerei gehabt oder ich würde Heroin nehmen oder was weiß ich. Was wollte ich sagen? Wo bin ich stehen geblieben? Ja, Schauspiel. Die wichtigsten Regeln sind, Regel Nummer 1, ihr müsst euch klar machen, wohin ihr wollt mit eurer Rolle. Jede Rolle hat ein Ziel. Jeder Monolog hat ein Ziel, jede Szene. Wo wollt ihr hin? Das müsst ihr euch immer im Kopf behalten. Regel Nummer 2, niemals darstellen oder niemals so tun, als ob. Ihr müsst euer Inneres rausholen. Das ist Schauspiel. Ihr müsst euch selber in diese Szene rein squeezen, was ihr
diese Person seid, die das gerade durchlebt. Wenn das eine gefühl-emotionale Rolle ist, dann, wie hat er das erklärt? Dann, also wir hatten zum Beispiel einen Monolog von einem Mädel, ihr Kind stirbt an Krebs und sie will das Kind mit nach Hause nehmen, die letzten Tage aus dem Krankenhaus rausnehmen. Und die hat das zuerst gespielt und das war echt nicht cool. Das war echt sehr hölzern und einfach nur, ja, und ich will es mitnehmen, weil halt, ich kann mich besser ums Kind kümmern und ja, es ist halt so. Er hat gesagt, er hat nicht geschimpft halt nicht mit uns, sondern hat gesagt, pass auf, Mädel, stell dir mal vor, du hast ein echtes Baby, der hat eine Übung gemacht, ein echtes Baby im Arm. Eine Minute lang und macht die Augen zu. Das hat die gemacht. Es war absolut gespenstische Ruhe. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt spiel das. Alter, ich dachte wirklich, die weint in echt. Die war das so geil gemacht, den Monolog. Die hat das so cool gesprochen. Gänsehaut, ich hatte Pipi in den Augen. Hammer, das war ein richtig geiler Tipp. Das heißt, holt euch emotionale Hilfe für Rollen. Ja? Stellt euch die Person gegenüber vor, wenn es ein enger Vertrauter ist. Stellt euch euren engsten Vertrauten vor. Mutter, Vater, Freund, Freundin. Egal was, bester Kumpel, beste Freundin. Wenn es euch hilft, nützt das. Das ein kleiner Ausriss aus dem, was wir gelernt haben. Ultra viel wert. Waren zwei tolle Tage. Das Video wird schon wieder viel zu ewig lang. Aber ich habe schon lange nichts mehr hochgeladen. Es wird auch ein bisschen dauern, weil ich richtig viel zu tun habe jetzt die nächsten Tage, bis ich wieder was hochlade. Vielleicht sehen wir uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Schultag, schönen Arbeitstag, schöne Rente. Wir sehen uns CBS 87 TV. Ciao.